Servus Leute, mein Name ist Genner the Gamer. Willkommen zu einer neuen Folge von Genner macht sich Gedanken. Heute geht es mir um Raubkopierer. Damit eins klar ist, ich beziehe mich in meinem ganzen Video nur auf die Raubkopierer innerhalb der Videospielszene, nicht außerhalb davon. Und ich werde jetzt nicht einfach Mutter Teresa machen und euch sagen, wie schrecklich die Raubkopierer-Szene ist für die Spielindustrie und das am Ende dazu führt, dass wir gar keine Spiele mehr haben werden. Ich werde aber auch nicht das Gegenteil davon behaupten und euch sagen, dass Raubkopierer und Piraten so etwas wie Robin Hood darstellen und uns armen Gamern, die sich 50 Euro Spiele nicht leisten können, dank File-Sharing doch noch diese Möglichkeit bieten. Denn ihr habt diese Songs schon oft genug gehört. Stattdessen erzähle ich euch eine kleine Geschichte, was in meiner Heimat Russland vorgefallen ist. Denn die Story habt ihr bestimmt noch nie gehört. Wie gesagt, wir hören schon öfters, dass Raubkopierer extrem schädlich sind für die Spielindustrie. Aber habt ihr jemals was davon gehört, dass dank Raubkopierern und Piraten erst die Spielindustrie in einem Land erschaffen wurde? Das habt ihr bestimmt noch nie gehört, was? Also, bleibt dran, eine wahre Geschichte. Denn das, was in Russland damals vorgefallen ist, war ein absolut beispielloses Ereignis, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Ihr müsst euch das vorstellen. Eine Raubkopierer-Konsole, die aus geklauter Hardware bestand, aus einer anderen Konsole, die nur mit Bootleg-Spielen lief, das heißt mit geklauten Spielen, die auf Cartridges drauf gemacht wurden, von Sega, Nintendo, Atari, dem Commodore, was auch immer die Piraten in die Finger kriegen konnten. Diese Konsole erfreute sich in Russland einer größeren Beliebtheit als Sega und Nintendo zusammen und diese Konsole hatte mehr Erfolg gehabt in Russland als Sega und Nintendo zusammen. Also ein absolut beispielloses Ereignis, Leute. Aber reisen wir erstmal in die Zeit zurück. Was war damals Anfang der 90er los? Weltweit, Nintendo und Sega waren auf dem Vormarsch, die weltbeherrschenden Konsolen zu werden. Erst erfreuten sie sich größter Beliebtheit in den USA, später auch in Europa. Weltweit kannte man Nintendo und Sega. Außer in Russland. Denn dort gab es noch keine richtige Spielindustrie. Und ja klar, man konnte jetzt zum Beispiel so in Arcade-Hallen mehr schlecht als recht alte Atari-Spiele spielen. Aber so etwas wie eine richtige Heimkonsole gab es nicht wirklich. Und kein Schwein kannte Nintendo und Sega aus dem einfachen Grund, weil deren Produkte einfach nicht auf dem Markt vertreten waren. Und der Grund dafür war einfach ziemlich einfach, denn die Wirtschaftslage nach dem Zerfall der Sowjetunion war in Russland komplett im Arsch. Und selbst wenn diese großen zwei Spielefirmen wollten, hätten sie ihre Konsolen nicht auf dem russischen Markt anbieten können. Denn es gab keine Geschäfte, die diese Konsolen speziell vertrieben hätten. Sprich, Nintendo und Sega müssten ihre eigenen Geschäfte eröffnen, was sehr viel Geld kosten würde. Zweites Problem wäre, dass sie den Sega Mega Drive und dem NES zu den gleichen Preisen verkaufen müssten wie in Europa und den USA, allein schon aus rechtlichen Gründen. Und kein Mensch hätte sich damals in Russland eine 300-Dollar-Konsole kaufen können. Die Spiele waren genauso teuer, ich glaube, die haben 100 oder 110 Dollar gekostet. Kein Mensch hätte sich diesen Luxus jemals erträumen können. Also, was taten diese großen zwei Spielfirmen? Sie haben den russischen Spielmarkt einfach ignoriert. Es gab also keine wirkliche Spielindustrie in Russland. Und da kam ein Mann ins Spiel, nämlich Andrei Tscheglakov. Und dessen Namen solltet ihr euch wirklich hinter die Ohren schreiben. Was hat Herr Tscheglakov getan? Er wusste, dass es außerhalb von Russland ein Riesengeschäft mit den Spielekonsolen gibt, aber in Russland noch keine Spielekonsolen vertreten war. Was tat der Mann? Er importierte sich ein altes Famicom-System aus Japan. Famicom, wer Nintendo-Fans wissen Bescheid, der Famicom war der Vorreiter zu dem NES und wurde Anfang der 90er schon, glaube ich, eingestellt mit der Produktion. Also in den 90ern war er schon, wurde er schon gar nicht mehr produziert in Japan. Es war also ein veraltetes System. Andrei Tscheglakov nahm dieses veraltete System, baute es auseinander, schaute sich die Teile genau an und fing an mit seiner Firma namens Stepler den Famicom nachzubauen, in Massen. Natürlich wusste Herr Tscheglakov, dass er auch vor demselben Problem stehen würde wie Nintendo und Sega. Wer dein Produkt nicht kennt, kauft es nicht. Also musste er weiter vorgehen. Er hat mit Stepler seine eigene Geschäftskette eröffnet, was Geschäfte angeht, die seine Konsole vertreiben sollten. Also der Verkauf fand nur in diesen Geschäften statt, die offiziell von Stepler finanziert wurden. Und er machte eine riesengroße Werbung für diese Konsole, denn 1992 wurde schon ein richtiger Boom losgelöst und überall hat man diese Konsole im Fernsehen gesehen, die Dandy.
Ja, Leute, das ist der Name dieser unglaublichen Konsole. Dandy. Und das Markensymbol der Dandy war ein grauer, kleiner grauer Elefant, den ich euch hier einblenden werde. Und die Werbung lief rund um die Uhr im ganzen Fernsehen. Es war in der Werbung, es war in den Nachrichten. Die Leute wussten jetzt endlich, was Dandy ist und wussten auch, dass diese Konsole nur in den Geschäften von Staebler zu kaufen war. Und Dezember 1992 war es endlich soweit und die Dandy verkaufte sich wie geschnitten Brot in Russland und war somit, hat Andrei Tscheglakov mit dieser Konsole eigentlich die Spielindustrie erst in Russland erschaffen. Sprich, er hat mit einer geklauten Hardware, mit geklauten Spielen, zu denen ich gleich komme, also einer Piratenkonsole, die Spielindustrie in Russland erschaffen. Das ist eine wahre Geschichte, Leute. Und der Grund, warum die Dandy sich so gut verkauft hat, war ihr sehr niedriger Einkaufspreis. Denn im Gegensatz zu den Konsolen von Sega und Nintendo hat die Dandy nur 90 US-Dollar gekostet. Also man konnte es sich leisten und die Spiele waren noch preiswerter. Ich glaube, da hat man höchstens 10 oder 12 Dollar pro Cartridge bezahlt. Sprich, das Ding war ein Riesenboom, hat sich super verkauft, gewinnbringend für Staebler und die Nation in Russland konnte endlich Spiele spielen und sie waren alle hellauf begeistert. Aber jetzt fragt ihr euch, was für Spiele gab es denn auf dem Dandy? Tja, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. Denn das, was auf dem Dandy alles rausgekommen ist, würde jeden Menschen, der auf Copyright irgendwelchen Wert legt, einfach zum Weinen bringen. Jeder, der was von Lizenzrechten versteht, würde Rasierklingen pissen, wenn er diese Spiele gesehen hätte zur damaligen Zeit. Und sowas wäre auch nur in Russland möglich gewesen, denn aus der rechtlichen Situation her war Russland eine absolute Grauzone. Man konnte sich dort damals einiges erlauben, was man in anderen Ländern wahrscheinlich nicht so leicht abgezogen hätte. Und hier zeige ich euch ein paar Spiele, die es auf dem Dandy gab. So, bevor ich mit meiner Liste von Mario-Spielen loslege, die es auf dem Dandy gab, eine Frage an Nintendo-Spieler. Wie viele Spiele mit Mario gab es auf dem NES? Wenn man alles zusammenrechnet, insgesamt 8 Stück. Auf dem Dandy gab es insgesamt 25 Mario-Spiele, soweit man weiß. Vielleicht sind es noch mehr, man weiß es nicht so genau. Aber ich warne euch im Vorfeld schon mal, es sind alles Piratenkopien gewesen, die von chinesischen Hackern entwickelt wurden. Also macht euch da auf einiges gefasst. Ich werde euch nicht alle 25 Titel nennen, aber ich werde euch die Liste von 12 der berühmtesten Mario-Spiele, die es auf dem Dandy gab, nicht nur nennen, sondern auch zeigen, damit ihr sehen könnt, was da für Spiele rausgekommen sind. Fangen wir auch schon mit dem ersten Titel an. Da haben sich die chinesischen Piraten gedacht, Mario ist ein Italiener. Er ist Klempner. Wisst ihr was? Was mögen Italiener sonst so? Pizza, genau. Also entwickeln wir ein Spiel und nennen es Pizza Pop Mario. Ballgame's in the refrigerator. Doors closed. Lights are out. Birds are yours. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes therapy, therapy, advertising. Kommen wir zum zweiten Titel. Jeder, der schon mal wissen wollte, wofür das goldene M im McDonald's steht. Ich glaube, Dandy-Besitzer wussten es besser als alle anderen. Jedenfalls dachten wir es, denn chinesische Piraten wollten uns weismachen, dass das M wahrscheinlich für Mario steht. Denn es kam ein Spiel raus, in dem Mario Ronald McDonald helfen musste, seine Welt zu retten. Dieses Spiel hieß MC Mario. Kommen wir zum dritten Titel. Dieser hieß Super Mario 4. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Okay.
Nach 4 sollte eigentlich die 5 kommen. Falsch gedacht. Chinesische Piraten haben einfach wahllos irgendwelche Zahlen genommen. Also jemand, der in Russland auf dem Dandy Super Mario 5 gesucht hat, hat leider nichts gefunden. Dafür haben wir ein anderes Spiel bekommen. Super Mario 6. Nach 6 sollte die 7 kommen. Falsch gedacht, Leute. Chinesische Piraten haben uns danach die, was war's? Super Brothers 8 gegeben. Das Spiel Super Brothers 8. Hier ist es. Can't touch this. Can't touch this. Ich brauche erstmal ein Bier. Ja, nach 8 denkt ihr, die haben auch nicht 7 und 5 rausgebracht, also wird wahrscheinlich 10 kommen. Ihr liegt fast richtig, danach kommt Super Brothers 11. Nach 11 sollte 12 kommen, aber dann kam Super Mario 13. Und jetzt kommt eine wahre Perle, denn wir haben als nächstes bekommen Super Mario Brothers oder Mario Bro 16. Bevor ich aber euch zeige, was das für ein Spiel ist, die chinesischen Piraten haben ein Spiel genommen, was es auf dem NES, glaube ich, gab. Es hieß Joe und Mac und haben einfach Joe oder Mac, ich weiß nicht, wer dieser Neandertaler ist, durch Mario ersetzt. In der Show Novaya Realness, also New Reality, die von Stepler überall gezeigt wurde und Dandy-Produkte in der ganzen russischen Nation ausstrahlte, zeigte man zuerst Super Mario Bros. 16. Und erst 5 oder 6 Monate später kamen Joe und Mac und wurde nachgereicht, auch für den Dandy. Und was wurde gesagt? Joe und Mac ist eine Kopie von Mario Bros. 16, obwohl es genau andersrum war. Es war herrlich. Aber genug gelabert, hier ist Mario Bros. 16. Thank you.
seid immer noch da. Okay, es geht weiter. Ich bin noch nicht fertig. Was war das allererste Spiel, in dem Mario und Jupp... Zerstört wieder. Wo war ich? Ach ja, das allererste Spiel, wo Sonic und Mario jemals zusammen aufgetreten sind, war 2006 rausgekommen für die Wii und hieß, glaube ich, Super Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Ich weiß es nicht mehr, aber der Aufschrei war episch damals. Oh mein Gott, unglaublich. Todesfeinde, die früheren Todesfeinde vom Sega und Nintendo auf einer Plattform, in einem Spiel. Unglaublich, sowas gab es noch nie. Doch, Leute, das ist schon einmal vorgekommen. 1994, damals haben die chinesischen Piraten nicht gewusst, dass Sega und Nintendo Todesfeinde sind und ihre Maskottchen Sonic und Mario niemals, never ever, jemals in einem Spiel zusammenkommen sollten. Tja, sag das mal den chinesischen Piraten, denn die haben das Spiel, ein Spiel entwickelt, wo man ein Jump'n'Run spielen konnte mit Sonic und Mario in einem Game. Und es hieß Super Mario und Sonic 2. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Ich habe gehört, von dem Spiel gibt es noch eine Variation, wo man auch mit Knuckles, Tails, Luigi spielen kann. Und ich glaube, Prinzessin Toadstool konnte man sich auswählen. Also, ja, wie gesagt, die chinesischen Piraten haben von nichts Respekt. Und das zeigen sie auch im nächsten Spiel. Jetzt kommt der Knüller, Leute. Da glaubt ihr, wenn ihr das gesehen habt, glaubt ihr wirklich, die Chinesen haben die längste Line Koks durch die Nase gezogen, die es ever gab, bevor sie dieses Spiel auf den Markt rausgehauen haben. Das muss etwa so ausgesehen haben. Naja, egal. Was ist das für ein Spiel? Mario Jump'n'Run. Sonic läuft ganz schnell. Uns gefallen die Level von Sonic. Aber Mario ist ein berühmteres Maskottchen. Was machen wir? Somari. Was ist Somari? Sie haben einfach einen Mario genommen und durch Sonic ersetzt und der läuft jetzt durch die Welt von Sonic. Schaut euch das an, Leute. Der Teufel verändert dich. Ist eure Birne noch nicht geschmolzen? Okay, dann geht's weiter. Jetzt kommt ein richtig innovativer Piraten-Hack von den Chinesen. Er heißt Card Fighter. Moment, ihr glaubt jetzt, das ist bestimmt so etwas wie Mario Kart. Nein, denkt da noch einmal drüber nach. Denn das, was ich euch jetzt zeige, ist ein Spiel, das gab es davor nicht. Die Chinesen sind damals schon auf die Idee gekommen, aus Mario ein Beat'em-up-Spiel zu machen, way bevor das erste Smash Bros. Rausgekommen ist. Und es hieß Card Fighter. Damals konnte man sich, glaube ich, zwischen 8 Figuren entscheiden und sich dann gegenseitig die Birne einschlagen. Mario konnte auf einmal ein Hadouken, naja, ein Feuerball eben und ein Uppercut, genau wie Ryu. Also echt zum Brüllen. Schaut euch diese Piratenkopie an, Leute. Test your mind. Test your mind.
dann wurde auch weitergedacht. Was ist ein berühmter Beat'em-up-Fighter, den es gibt? Street Fighter. Und was ist noch? Was könnten wir machen? Genau, bauen wir Mario ein in ein Street Fighter-Spiel. So ein Spiel gab es wirklich und das zeige ich euch jetzt, Leute. Ist auch das letzte in meiner Reihe. Schaut euch jetzt an Mario Fighter 3. Viel Spaß. Spätestens jetzt müssen die Leute wirklich gedacht haben, die chinesischen Piraten hatten von nichts Respekt, keine Ahnung, was Copyright ist, null Ahnung von Lizenzrechten und einfach alles wild durcheinander gemischt. Hauptsache, der Kram verkauft sich gut und hat Mario als Maskottchen. Aber das ging auch noch weiter. Ein letztes Beispiel, was ich nennen wollte. Chip und Chap, die Rettungstruppe, kennt ihr ja. Es gab ja auch früher dieses Jump-and-Run-Spiel, Jump-Puzzle-Spiel, wo man zu zweit spielen konnte als Chip und Chap. Viele Russen haben sich auf einen Titel gefreut, der genauso hieß, nämlich Chip und Chap 3. Keine Ahnung, was das ist. Und in Wirklichkeit hat sich herausgestellt, dass das Spiel sowas war wie Chip und Chap in Vietnam. Und jetzt schaut euch das an. Ich hab mir bis jetzt 157 Schlitze aufgeschossen und 50 Wasserwürfel dazu. Hab ich alle Wahnsinn! Hol sie dir! Chip und Chap, Leute. Hammergeil. Danach hast du die Rettungstruppe mit ganz anderen Augen gesehen, wenn du ein 12-jähriger Junge bist und das gesehen hast. Meine Rettungstruppe mischt Bambusratten im Vietnam auf. Hammergeil. Dann auch ein sehr interessanter Piratenhack. Aladdin. Viele von euch, die schon jünger sind, kennen das wahrscheinlich. Aber Aladdin war damals schon eine große Nummer. 94 war es so etwas wie das Ausstellungsstück für den Sega Mega Drive. Damals gab es die große Box, Sega Mega Drive mit zwei oder einem Controller, ich weiß es nicht mehr, und Aladdin mit dabei. Aladdin war nämlich das Vorzeigespiel, das sah verdammt geil aus. Und bis heute streiten sich die Geister, welche Version besser aussah. Die auf dem Super Nintendo, die sich ganz anders gespielt hat, als auf dem Sega Mega Drive. Also diese beiden Versionen standen immer im Konkurrenzkampf. Was haben sich die Piraten gedacht? Warum sollen wir streiten? Nehmen wir einfach beide Versionen und bringen sie beide raus auf dem Dandy. Also es gab die Sega Mega Drive Version und die Super Nintendo Version. Die zeige ich euch jetzt. Arabische Nacht, arabische Nächte, wie die Tage vorher, sind wie jeder weiß, viel heißer als heiß und das immer mehr. Arabische Nächte, scheint der Mond auf das Land. Gewarnt sei der Tor, der hier was verlor, im ewigen Sand. Noch dazu haben die chinesischen Piraten noch eine eigene Version von Aladdin rausgebracht, die total zum Kotzen war. Die zeige ich euch hier. Und zum krönenden Abschluss zeige ich euch das letzte, nämlich ein weiterer Piratenhack. Damals hat man sich gedacht, Aladdin ist schön und gut, aber wisst ihr, was auch cool wäre? Popeye. Machen wir ein Spiel und nennen es
Popeye in Agrabah. Und das ist das hier. Popeye, wer haust du, dass sich die Balken biegen? Popeye, wisst ihr denn auch, warum er auf Draht ist? Weil sein Geheimrezept Blattspinat ist. Wer hat viel Musik in seinem Schwinger? Popeye, wer hat Dynamit im kleinsten Finger? Popeye, aufgepasst, ihr daheim! Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen von den Spielen, die es auf dem Dandy gab. Aber wie gesagt, diese Piratenhacks von den Chinesen waren unglaublich populär und den Leuten wurde das von der Sendung Novaya Realness, also New Reality von Stepler, als Originale verkauft. Also die Leute damals, man hat ihnen im Medium gesagt, im Fernsehen gesagt, dass das die Originale sind. Und wir haben es wirklich geglaubt. Hättest du einen Russen damals gesagt, das sind eigentlich Kopien von irgendwelchen anderen Spielen, von dem NES oder von anderen Systemen und da wurde einfach nur ein Mario draufgeknallt, hätten die Leute dich einfach ausgedacht. Und hättet ihr gesagt, dass Mario eigentlich von Nintendo ist und nicht von Dandy, hätten die Leute euch noch mehr ausgedacht. Also so sehr hat diese Propaganda von Stepler und Novaya Realness gewirkt auf die Leute. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck davon bekommen, was es für Spiele auf dem Dandy gab. Und ich wette, ihr stellt euch alle dieselbe Frage. Wie zum Teufel hat Sega und Nintendo auf diese Scheiße reagiert? Denn all diese Spiele stellten eine extreme Missachtung des Copyrights und der Lizenzrechte dar. Tja, denen waren die Hände gebunden, denn rechtlich gesehen war Russland eine gigantische Grauzone. Und Stepler hat sich mittlerweile mit dem Dandy ein riesengroßes Monopol aufgebaut, was die Spielindustrie angeht. Und jetzt kommt der Coup der ganzen Geschichte. Nintendo und Sega, zwei der großen Spielehersteller von außerhalb von Russland, mussten sich mit Stepler, einer Raubkopiererfirma, die Bootleg-Versionen von Spielen dieser beiden Firma illegal vertrieben hat auf ihrer eigenen Plattform, um den Profit ihrer eigenen Plattform zu erhöhen, an einen Tisch setzen und sich einigen. Das heißt, zwei offizielle Spielehersteller mussten sich mit Piraten an einen Tisch setzen und einen Deal aushandeln. Das ist genial, Leute. Denn Sega und Nintendo hatten endlich vor, auch den russischen Spielemarkt mit ihren Produkten zu versorgen und dafür brauchten sie die Geschäfte von Stepler. Stepler willigte auf das Ganze ein unter der Bedingung, dass auf jeder einzelnen Verpackung von Nintendo und Sega der riesengroße Sticker Stepler draufklebte. Und das gleiche wurde auch in den Fernsehprogrammen gezeigt. Und endlich wurde auch der Sega Mega Drive und der NES und der Game Boy auch im russischen Fernsehen gezeigt. Durch die Show, die von Stepler im Fernsehen ausgestrahlt wurde, Novaya Realness. Man hat endlich alle Konsolen gesehen und sie alle wurden im Geschäft von Stepler verkauft. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, Nintendo und Sega verlangten immer noch dieselben Preise wie in Europa und Amerika, sprich $300 pro Konsole und Stepler hat sogar einige Zeit ein paar Witze darüber gerissen. Im Erdgeschoss waren Dandy-Produkte, die alle Kinder liebten und sich kaufen konnten und oben im ersten Stock waren die Produkte von Sega und Nintendo, die jeder nur ansehen konnte, aber sich niemand kaufen konnte, weil sie viel zu teuer waren. Also, ja, und jetzt kommt der Coup der ganzen Sache. Sagen wir mal, es wäre wirklich so weit gekommen, dass ein Russe sich eine Sega Mega Drive oder ein Super Nintendo oder was auch immer damals verkauft wurde, kaufen konnte, dann wäre ein unerheblicher Anteil davon in diese Kasse von Stepler gegangen. Sprich, mit dem Verkauf der offiziellen Konsolen von Sega und Nintendo wäre ein Bruchteil davon in die Kasse der Raubkopierer gegangen, deren das Geschäft gehört hat. Das war eine unglaubliche Situation, Leute. Und wie ging das Ganze weiter? Wir haben zwei Konsolen von außerhalb für $300 und die Dandy für $90. Und im Jahr 1994 hebte die Dandy komplett ab, denn damals, schon nicht mal zwei Jahre nach dem Release dieser Konsole, hat Stepler den Preis runtergedrückt von $90 auf sage und schreite $30. Heißt, die Konsole ist um 66% billiger geworden. Macht mal das nach Nintendo und Sega, das könnt ihr nicht. Also die Konsole war unaufhaltsam und ganz Russland wurde damit überschwemmt. Sega und Nintendo konnten nichts dagegen tun. Nintendo kam dann irgendwann auf die Idee, okay, der Dandy und Stepler lässt sich nicht aufhalten, aber vielleicht kann man Sega aus dem Rennen schicken, denn Sega und Nintendo waren immer noch Konkurrenz, Todfeinde und Konkurrenzprodukte, was das angeht. Nintendo ist also an Stepler herangetreten und hat gesagt, Leute, ihr könnt von uns verlangen, was ihr wollt und wir wollen dafür, dass ihr Sega zum Teufel schickt. Gesagt, getan. Stepler hat dafür verlangt, dass die Cartridges von dem NES
im Original auf dem Dandy so landen, wie sie sollen. Also, dass sie die Produktionsrechte bekommen für die Cartridges in der Form. Denn die von der Dandy waren sehr zerbrechlich. Und das hat sich, das wussten mittlerweile die Leute. Sega verschwand auch vom, aus dem Fernsehen, aus den Geschäften von Stapler für genau 2 Monate, Leute. Aber dann ist das Problem entstanden, der Deal war nicht so gewinnbringend für Stapler wie gedacht und schon 1996 musste die Firma leider bankrott gehen. Aber das hat nicht viel zu sagen gehabt. Wir erinnern uns immer noch an den Namen Andrei Cheblakov, der Erfinder von der Dandy und der Besitzer von der Firma Stapler. Meiner Meinung nach wollte dieser Mann bankrott gehen. Viele sagen, okay, es hatte was damit zu tun mit dem schlechten Deal, den er mit Nintendo abgeschlossen hat. Einige sagen, es lag an den Konkurrenzprodukten Kenga und Bitman, ebenfalls 2 Piratenprodukte, die mittlerweile auf dem Markt erschienen sind. Meiner Meinung nach wollte der Mann seine Firma zumachen, denn er wusste, was als nächstes in Russland kam. Die Compact Disc, sprich die CD. Und er wusste auch, dass die CD das Medium der Zukunft sein wird und fast jeder Spielehersteller von Konsolen, egal ob es offizielle sind oder Raubkopierer, eben genauso wie die PCs, dieses neue Format benutzen werden. Und nur ein Vollidiot würde bis zum Jahr 2001 oder 2 eine Konsole rausbringen, die nicht mit CDs lief. Und ihr fragt euch jetzt, was ist mit Andrei Cheblakov geworden? Ist er pleite gegangen? Hat ihn der KGB geschnappt? Hat er wie jeder Russe in seinem Leben eine Import-Export-Firma gemacht? Ja, Leute. Früher hat er Spielzeug für Kinder hergestellt. Also die Dandy. Und mittlerweile stellt er die Spielzeuge für die großen Jungs dar. Russland wollte damals ein eigenes Projekt nicht finanzieren. Also der Staat in Moskau wollte das ganze Projekt finanzieren. Nämlich die Idee, einen russischen Ferrari auf den Markt zu bringen. Und Andrei Cheblakov willigte ein und finanzierte das ganze Projekt und seitdem gibt es das Auto Marussia, das ich euch hier zeigen werde. Verdammt gut, von wegen Raubkopien und Klauen lohnt sich nicht. Und kommen wir zurück zum Medium CD. Damals, wenn ihr schon glaubt, dass es mit den Cartridges schlimm war, wartet mal, was damals mit der CD los war. Denn die CD war das neue Highlight. Man konnte sie beschreiben, löschen, neu beschreiben. Jeder konnte eine Kopie anfertigen, selbst Leute, die einen Haushalt hatten und einen PC hatten mit einem Brenner, konnten sich eine Kopie einer Kopie einer Kopie erstellen. Er freute sich also riesengroßer Beliebtheit und man wusste auch, dass jede Plattform, egal ob Konsole oder PC, die CD nutzen würden, auch in Russland einen gewissen Hit feiern würden. Das war auch der Fall. Die Sony PlayStation war in Russland in gewisser Weise ein Hit, genauso wie die Dreamcast. Und ich habe sogar ein paar Spiele von damals mitgebracht, die ich in meiner schönen Tüte gefunden habe. Und hier steht noch der It's Another World. Das stimmt wirklich. Hier habe ich ein paar Spiele, die ich damals in offiziellen Geschäften gekauft habe, aus Russland, habe ich euch von meinem Dachboden runtergeholt. Erstmal ein Spiel für den PC. House of the Dead. Super Spiel. Und das Lustige ist, ich habe es in einem offiziellen Geschäft in Russland gekauft. Und ich glaube, einen Monat, nachdem ich das Spiel gekauft habe, ist das Geschäft von tschetschenischen Terroristen in die Luft gejagt worden. Also, da hängen Erinnerungen dran. Und es ist ein PC-Spiel.
und meiner Meinung nach ist das höchstwahrscheinlich wirklich eine Raubkopie. Ich kann es wirklich nicht sagen. Damals hatte man, wenn ihr schon glaubt, dass es mit den Cartridges schlimm war, mit den CDs wusste man gar nicht mehr, ob es eine Original oder eine Kopie ist. Driver 1, russische Version. Ah, Splinter Cell 2. Ich hatte Splinter Cell 1 damals aus Russland nach Deutschland gebracht. Ich glaube, ich war der allererste Mensch, der Splinter Cell überhaupt in den Händen hielt. Und all meine Freunde waren total begeistert von dem verdammten Spiel. Es war auch russisch, es war blutig, es war geil. Keiner kannte Synchronfilter erst. Ich glaube, ein paar Monate später ist es offiziell in Deutschland auch erschienen. Also, dasselbe galt für den zweiten Teil. Also, extrem. Resident Evil 2 kennt jeder. Crash Bandicoot. Und wie gesagt, das sind die Originalverpackungen aus Russland. Ob es Originale sind, kann ich nicht wirklich sagen. Und ob der Umsatz, den ich den Leuten für dieses Spiel gegeben habe, der nicht so groß war, ich glaube, jedes Spiel hat nicht mehr als 2, 3 Dollar gekostet oder 6 Dollar. Ich kann nicht wirklich sagen, ob die wirklich an Sony und die dementsprechenden Entwickler gegangen sind. Mortal Kombat 4. Medal of Honor, ich habe leider nur noch die CD. Das allererste Medal of Honor, das ungeschnittene und es ist sogar deutsch synchronisiert, das funktioniert sogar noch, ich habe es getestet. Parasite Eve. Und gegen Ende wurden die Russen sogar richtig einfallsreich, Leute. Also die Raubkopierer-Szene dort. Und ich sage euch, wie gesagt, dass all diese Spiele sind hundertprozentig Raubkopien gewesen, die als Originale verkauft wurden und auf der PlayStation ganz normal liefen, genauso wie auf meiner europäischen PlayStation. Und gegen Ende wurden die Russen sogar richtig einfallsreich. Was möchtest du kaufen? Medal of Honor und Dino Crisis. Hey, komm zu mir, ich habe beide auf einer CD. Guckt euch das an, Leute. Eine russische Version und beides auf einer CD. Dino Crisis 2 und Medal of Honor 2. Das ist super genial. Ich kann wirklich nicht sagen, was davon original ist und was nicht. Und mittlerweile sehen die Dinger so aus. Und ich habe das hier nicht in einem offiziellen Geschäft gekauft, sondern von einem Straßenverkäufer namens Ivan. Aber es sieht wirklich wie ein Original aus. Ob davon wirklich etwas an die Publisher und Entwickler gegangen ist, das bleibt offen, Leute. Also, ihr seht, was dort in Russland los ist. Das gleiche galt später für das neue Medium, was rausgekommen ist, die DVD. Und für PlayStation 2 Spiele galt wahrscheinlich dasselbe wie für die PlayStation 1 Spiele. Die wurden kopiert ohne Ende. Und erst das machte zwar die Plattform berühmt und beliebt, aber ich glaube, die Spieleentwickler gingen dabei ziemlich leer aus. Und ihre Spiele waren zwar berühmt dort, aber wurden illegal vertrieben. Und es gab einen Haufen Hacks. Es gab beispielsweise Tomb Raider 2, da haben die Knut Rider draus gebracht und das auf der PlayStation 2 verkauft. Man konnte Knut Rider spielen, das Spiel in Russland. Es gab 3 Spiele in einem. Es gab gehackte Versionen. Ich hatte eine Version von Resident Evil 3 Nemesis, wo man den God-Mode aktivieren konnte vor dem Spiel, alle Waffen nehmen konnte und so. Also die Hacker haben das Spiel genommen, haben es verändert und haben es in veränderter Form auf den russischen Markt gebracht. Es war unglaublich, was damals los war, Leute. Also, ja. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick spenden in die russische Spielindustrie und wie dort die Wirtschaft und die Piraterie Hand in Hand gehen. Und Russland ist gerade mal die Spitze des Eisbergs, Leute. Fahrt mal in Länder wie China. Dort besteht fast die ganze Wirtschaft nur aus Piraterie und Raubkopien. Fast alles ist eine Kopie, nichts ist ein Original. Und das ist, wie gesagt, die Wirtschaft mancher Länder basiert auf der Piraterie. Die würde ohne das ganze System zusammenbrechen. Das ist unglaublich. Und ja, was lässt sich zum Schluss meines Videos sagen? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, Genna, wie stehst du zu der Sache? Findest du, dass es okay ist, Sachen zu kopieren? Oder findest du, dass es ein No-Go ist? Tja, irgendwo kann ich Raubkopierer und Piraten auch verstehen, aber nur zum Teil. Warum werden Leute überhaupt Raubkopierer und Piraten? Ganz einfach, wegen dem Geld, weil sie sich etwas nicht leisten können. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Als ich 99, ich war noch etwas jünger, wollte ich mir unbedingt Final Fantasy 8 kaufen. Ich habe monatelang mein Taschengeld zusammengespart, um endlich dieses Spiel leisten zu können. Bin dann 4 Kilometer weit in einen Laden getappt und habe es mir dort endlich zum Release-Preis gekauft. Und da ist es, Final Fantasy 8. Und da ist noch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das Preisschild ist noch dran. Es hat 109 Mark und 95 Pfennig gekostet, also knapp 110 Mark. Und ich habe dieses Spiel das ganze Jahr gespielt. Ich habe es geliebt, aber es war wirklich ein Spiel, was ich mir einmal im Jahr kaufen konnte. Denn es war unmöglich, sich
Spiele für solche Preise jeden Monat zu holen. Und ja, da konnte ich auch Leute verstehen, die sich solche Spiele jetzt zum Beispiel aus dem Netz gezogen haben oder sie einfach von Freunden kopiert haben. Also, teilweise kann ich es wirklich verstehen. Wie sieht es heute aus? Heute habe ich keinen Grund mehr, ein Raubkopierer zu sein. Denn die Spielindustrie kommt mir wirklich sehr stark entgegen. Beispielsweise, ich bin PC-Gamer, wie ihr wisst. Und ich habe dieses Spiel zum Beispiel in einem Laden gesehen. Deep Black. Was kostet es? Es ist verschweißt. Was glaubt ihr, hä? Was kostet es? Ja, ich habe gerade mal 2,25 Euro für das Ding bezahlt. Und mal ehrlich, 2,25 Euro für ein verschweißtes neues Spiel, ein Original, und ich unterstütze wahrscheinlich noch damit die Entwickler und kann damit seelenruhig schlafen. Was will ich mehr? Erst heute kam mit der Post ein Paket für mich. Ich habe ein Spiel aus dem Internet bestellt. Früher, wie gesagt, Final Fantasy 8, ich musste in einen Laden hinlaufen. Ich habe nur noch die letzte Version des Spiels bekommen von Final Fantasy 8. Da war schon einer hingekommen und wollte auch noch eine Version kaufen. Ich hatte die letzte und hatte Glück dafür, damit wegzukommen. Heute brauche ich nicht mehr das Haus zu verlassen, wenn ich ein Spiel bestellen will. Amazon liefert mir alles, was ich will, für einen Preis, der mich zufriedenstellt, wo ich noch die Entwickler unterstützen kann. Das war's. Ich habe schon ganz vergessen, was ich bestellt habe. Ah. Max Payne! Max Payne, Leute! Was habe ich bezahlt? Hier. 25 Euro. Ein Preis, der mich zufriedenstellt, den ich mir leisten kann. Die Entwickler profitieren davon, denn es ist noch original und verschweißt. Also, es gibt keinen Grund für mich, dieses Spiel aus dem Netz zu ziehen. Es ist preiswert. Ich kann es mir leisten. Und ich habe das Original. Ich finde es gut. Ich will die Entwickler auch unterstützen, die so gute Spiele raushauen. Und, wie gesagt, wenn ihr die Kohle habt, ich sag euch jetzt nicht, was ihr mit eurem Geld machen sollt oder nicht, aber wenn ihr das Geld habt und ihr sagt, es ist okay und ihr sagt, euch gefällt das Spiel, ihr denkt jetzt, das Spiel ist gut, es gefällt mir, unterstützt die Entwickler, kauft das Spiel, warum nicht? Es spricht wirklich nichts dagegen. Naja, das Video geht mittlerweile auch schon zu lang. Sagt ihr mir, was haltet ihr von Raubkopierern und der Piraterie-Szene? Hat euch das Video gefallen? Schreibt mir in die Comments rein. Wir sehen uns, Leute. Ciao.